Muy buenos días, mis estimados hermanos. Es un gusto estar con ustedes y es un gusto tener también a Alicia aquí conmigo al lado hoy día. Hallo, guten Morgen. Es ist eine Ehre hier zu sein. Und der andere Teil da auch, ja, das ist für mich ist sehr schön, weil Alicia ist hier mit mir, ja, das ist super. Okay. ¿Conocen ustedes la frase todos los caminos llevan a Roma? ¿Kennen Sie denn die Redewendung alle Wege führen nach Rom? ¿Sí o no? Ja. El sitio web elespañol.com dice sobre este asunto lo siguiente. Die Website www.espanol.com sagt zu diesem Thema. Lo siguiente, ¿no? Bueno, cualquier error de la presentación, como lo digo siempre, no es culpa de Alicia, sino que es culpa mía, ¿ok? De traducción. Also, jeder Übersetzungsfehler, sagt er, ist nicht von ihm, ist nicht von mir, sondern von ihm. Super. Ok, elespañol.com dice así sobre esta frase de todos los caminos llevan a Roma. Das sagt die Website zu diesem Thema. El Imperio Romano fue el centro del mundo desde el 27 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Das Römische Reich war von 27 vor Christus bis 476 nach Christus das Zentrum der Welt. Todos los caminos se refiere a toda una red de caminos que para nada era pequeña. Alle Straßen bezieht sich auf ein ganzes Netz von Straßen, das keineswegs klein war. Die Römer schufen ein Landstraßensystem, das auf fast 400 Straßen mit einer Länge von über 70.000 Kilometern anwuchs und alle Provinzen mit der Hauptstadt Rom verband. Como curiosidad, unía puntos tan lejanos como la Germania y África. Muchos investigadores creen que el origen de la frase está en el, perdón mi latín, ¿no vino Caro hoy día? Estamos bien, sí. Perdón mi latín, viene de la frase miliarium aureum, un monumento erigido en el año 20 antes de Cristo por el emperador Augusto en el foro de la antigua Roma. Als curiosität verband sie Punkte mit Germanien und Afrika. Viele Historiker glauben, dass der Ursprung des Begriffs Miliarium aureum liegt an einem Denkmal, das im Jahr 200 vor Christus von Kaiser Augustus auf dem Forum des antiken Rom errichtet wurde. Sie war der Ausgangspunkt von allen römischen Straßen. Super. Claramente el sistema escolar alemán es mucho mejor que el chileno en el latín, ¿no es cierto? Eso está es evidente. No, no lo traduzca, no es necesario. Con el paso de los años, la frase se ha usado tanto en italiano como en español, inglés, alemán y francés. Im Laufe der Jahre wurde der Ausdruck auf Italienisch, Spanisch, Englisch, Deutsch und Französisch verwendet. Y claro, por supuesto, con el pasar del tiempo ha ido tomando un significado un poco diferente. Und natürlich hat er im Laufe der Zeit eine etwas andere Bedeutung angenommen. En realidad, hoy por hoy, cuando decimos todos los caminos llevan a Roma, estamos queriendo hacer notar que hay muchas maneras de llegar a un mismo objetivo. Wenn wir heute sagen, dass alle Wege nach Rom führen, meinen wir damit, dass es viele Wege gibt, um dasselbe Ziel zu erreichen. Und mit anderen Worten, was auch immer wir tun, wofür wir uns entscheiden, das Ziel wird dasselbe sein. En otras palabras, hagamos lo que hagamos o tomemos la decisión que tomemos, el fin último será exactamente el mismo. Es más, es muy probable que alguna vez hayan escuchado una pequeña variación de esta frase, que en vez de decir que todos los caminos llevan a Roma, dice que todos los caminos llevan a Dios. Vielleicht haben Sie schon eine interessante Abwandlung dieses Satzes gehört, die wie folgt lautet: Alle Wege führen zu Gott. Die Idee dahinter ist natürlich, dass alle Religionen, die die gleiche Motivation und Gültigkeit haben, wenn es darum geht, uns mit Gott zu verbinden oder wieder zu verbinden, tatsächlich stammt das Wort Religion vom lateinischen religio ab, wobei die Vorsilbe re für Intensität
und das Verb ligare für binden oder verbinden steht. Claro, detrás de esta idea, como mencionaba Alicia, aparece el tema de que todas las religiones parecen tener la misma motivación y la misma validez a la hora en que nosotros queremos llegar a Dios. Esa es la idea que hoy la gente plantea con esta frase de que todos los caminos llevan a Dios. Pero, ¿todas las religiones llevan a Dios? Religion würde also bedeuten, sich stark an Gott zu binden oder zu verbinden. Aber führen alle Religionen zu Gott? ¿Todos los caminos conducen a Dios realmente? Führen alle Wege wirklich zu Gott? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Und was sagt die Bibel zu diesem Thema? Sin duda, muchos de ustedes seguro ya están pensando en Juan 14:6. Zweifellos denken viele von Ihnen bereits an Vers 6, Kapitel 14 des Johannesevangeliums. Donde se registran las palabras que Jesucristo dijo. Wo die Worte unseres Herrn Jesus Christus aufgezeichnet sind, als er sagte: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Por supuesto, hoy no tenemos tiempo para hablar de cada una de esas aseveraciones, ¿no es cierto? Natürlich haben wir jetzt nicht die Zeit, jeder dieser Behauptungen zu erörtern. Pero lo que sí diremos es que el mismo Jesús aseguró que Él es el camino a Dios. Aber was wir sagen wollen, ist, dass Jesus selbst behauptet, der Weg zu sein. Aquí es donde debemos reconocer que el cristianismo se basa sobre un reclamo de exclusividad. Und hier müssen wir erkennen, dass das Christentum auf einem Exklusivitätsanspruch beruht. Estamos de acuerdo en que la oferta del Evangelio de Jesucristo, reconciliarnos con Dios por medio de su Hijo, es algo que está abierto para todos. Wir sind uns einig, dass das Angebot des Evangeliums von Jesus Christus, uns durch seinen Sohn mit Gott zu versöhnen, indem er die Schuld begleicht, die wir ihm aufgrund unserer Verfehlungen, unserer Sünden, Schulden, ein Angebot ist. La oferta es para todos porque todos necesitamos ser reconciliados con Dios. Das Angebot steht uns allen zur Verfügung, an die, die an die frohe Botschaft glauben. Sin embargo, esa misma verdad, esa misma buena noticia expresa la idea de que fuera de Jesucristo no existe ninguna manera de ser reconciliados con Dios. Aber dieselbe Wahrheit, dieselbe frohe Botschaft drückt auch aus, dass es außer Jesus Christus keinen anderen Weg gibt, um mit Gott versöhnt zu werden. Oder mit anderen Worten, nur Christus ist der Weg zu Gott. Daher führen nicht alle Religionen zu Gott. Amen. Solo Cristo es el camino a Dios. No todas las religiones conducen a Dios. Jesús dice, yo soy el camino. Jesus sagt, ich bin der Weg. No solo dice, yo les muestro el camino. Er sagt nicht nur, ich zeige euch den Weg. Él asegura que de ninguna otra manera se puede llegar al Padre Eterno fuera de Él. Er sagt, es gibt keinen anderen Weg, als nur durch Jesus Christus zu Gott zu kommen. Es muy interesante, por otra parte, la declaración de Jesús, nadie viene al Padre. Es decir, el Padre está junto a Cristo. Das heißt, der Vater ist bei Christus. Er sagt nicht, dass niemand zum Vater geht, sondern dass er kommt. No dice, nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre. Er sagt, keiner... Nadie va al Padre... No, ¿cómo? No dice, nadie va al Padre, sino que dice, nadie viene al Padre. Er sagt, keiner kommt zum Vater, sondern der Vater kommt zu einem. Ja. ¿Se capta la diferencia? Verstehen Sie die Differenz? Cuando yo digo, nadie va a Thorsten, es porque Thorsten está allá y yo estoy acá. Yo no estoy al lado de Thorsten. Wenn ich sage, ich gehe zu Thorsten, dann... Nochmal. Cuando yo digo, yo voy a Thorsten, es porque Thorsten no está al lado mío. Wenn ich sage, ich gehe zu Thorsten, dann ist es, weil Thorsten nicht bei mir ist. Sondern ich muss zu Thorsten hingehen. Pero cuando yo digo, nadie viene a Alicia, es porque yo estoy junto a Alicia. Aber wenn ich sage, keiner kommt zu Alicia, ist es, weil ich bei Alicia bin.
Ya, ajá. Entonces, el punto es que Jesús dice nadie viene a Dios. Lo que quiere decir es que están juntos, no están distantes el uno del otro. Was Gott sagen möchte, ist keiner geht zu Gott, sondern Gott ist bereits bei mir. Eso es porque Jesús es Dios Hijo y el Padre es Dios Padre y son uno. Das ist, weil Jesus Gottes Sohn ist und Gott und Jesus eins sind. La Biblia dice que Dios, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Die Bibel sagt, dass Jesus die sichtbare, das sichtbare Wesen von Gott ist. En pocas palabras, Jesús es la manera en que podemos ver a Dios. In anderen Worten ist Jesus der Weg, wie wir zu Gott kommen. Y esta frase, aunque sea difícil de traducir, perdón Alicia, pero la encuentro muy linda. Und auch wenn der Satz schwer zum Übersetzen ist, finde ich ihn sehr schön. El Hijo Eterno se hizo carne. Der ewige Sohn wurde zu Mensch. Tomó la forma de un ser humano. Hat die Gestalt eines Menschen angenommen. Para que los seres humanos podamos llegar a conocer al Padre Eterno. Damit wir Menschen den ewigen Vater kennenlernen können. Podríamos decir que la intimidad del Padre con el Hijo permite que nosotros veamos la conexión que existe entre ellos de una forma perfecta. Man könnte sagen, dass die Vertrautheit des Vaters mit dem Sohn es ermöglicht, durch die Inkarnation des Sohnes eine echte und endgültige Verbindung zwischen dem ewigen Gott und der materiellen Schöpfung herzustellen. Jesucristo es el camino al Padre, porque solo él posee ambas naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesus Christus ist der Weg zum Vater, denn er alleine besitzt die Naturen, die göttliche, die er mit dem Vater teilt, und die irdische, die er mit dem ewigen Gott zu versöhnen sucht. Así, nuestra intimidad con Dios es la única manera en que todos quienes nos rodean pueden llegar al conocimiento del verdadero Dios. So ist unsere Vertrautheit mit Gott der einzige Weg, wie alle Menschen um uns herum zur Erkenntnis des wahren Gottes kommen können. Se nos mostró el camino a Dios, que es Jesucristo. Uns wurde der Weg zum Vater, Jesus Christus, gezeigt. Nosotros vimos la intimidad y la relación que tiene Jesús con Dios. Wir haben gesehen, welche Intimität Jesus mit Gott hat. Ahora, a nosotros nos toca ser la forma en que las personas ven la relación de Dios con Jesús. Und jetzt sind wir an der Reihe zu zeigen, wie die Beziehung zwischen uns und Gott ist. Paulo dijo que fuimos reconciliados para anunciar el mensaje de reconciliación. Paulus sagte, wir sind versöhnt worden, um die Botschaft der Versöhnung zu verkünden. Se nos reveló el camino en Jesucristo para que nosotros podamos mostrarlo claramente a las otras personas. Uns wurde der Weg gezeigt, damit wir ihn anderen Leuten zeigen können. Bueno, hasta aquí principios e ideas teológicas difíciles de traducir y de entender. So viel zu den theologischen Grundsätzen, die im Großen und Ganzen jeder Anhänger Christi kennt. Permítanme ahora contarles una historia en lo que me queda de tiempo. Ich möchte Ihnen die Geschichte der Perlenauster erzählen. Y la historia se llama La ostra perlífera, de Mamerto Menapace, un sacerdote argentino. Die Geschichte ist von Mamerto Menapace, einem argentinischen Priester. Era una ostra marina. Es war mal eine Seeauster. No un caracol. Keine Schnecke. Marina era un bicho de profundidad. Marina war ein Tiefseetier. Y como todas las de su raza, había buscado la roca del fondo para agarrarse firmemente a ella. Sie war wie alle Artgenossen. Sie hatte sich einen Felsen auf den Grund des Bodens gesucht, um sich festzuklammern. Una vez que lo consiguió, creyó haber dado con el destino claro que le permitiría vivir una vida sin contratiempos de su vida de ostra.
Als sie dies getan hatte, glaubte sie, das klare Ziel gefunden zu haben, dass es ihr ermöglichen würde, ihr Auslandleben ohne Missgeschicke zu leben. Pero el Señor había puesto su mirada en Marina. Aber der Herr hatte es auf Marina abgesehen. Y todo lo que en su vida sucedería tendría como responsable último al mismo Señor Dios. Und für alles, was in ihrem Leben geschehen würde, wäre der Herr Gott selbst verantwortlich. Porque el Señor Dios, en su misterioso plan para ella, había decidido que Marina fuese valiosa. Denn Gott, der Herr, hatte in seinem geheimnisvollen Plan für Marina beschlossen, wertvoll zu sein. Ella simplemente había decidido ser feliz. Sie aber wollte einfach nur glücklich sein. Pero Dios quería que ella fuese valiosa. Aber Gott wollte, dass sie wertvoll sei. Y un día, el Señor Dios colocó en Marina su granito de arena. Und eines Tages legte Gott in Marina einen klitzekleinen Sandkorn. Literalmente un granito de arena. Wortwörtlich ein klitzekleines Sandkorn. Fue durante una tormenta de profundidad. Es war während eines schweren Sturms. De esas que casi no provocan oleaje de superficie, pero que remueven el fondo de los océanos. Die Art, die fast keine Wellen an der Oberfläche verursacht, aber den Grund der Ozeane aufwühlt. Cuando el granito de arena entró en su existencia, Marina se cerró violentamente. Als das Sandkorn in ihr Dasein eintrat, schloss Marina heftig die Augen. Así lo hacía siempre que algo entraba en su vida. So hatte sie sich schon immer verhalten, wenn etwas in ihr Leben eingetreten ist. Porque es la manera de alimentarse que tienen todas las ostras. Si fueras ostras, lo sabrías. Denn so ernähren sich eben Austern. Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Alles, was in ihr Leben tritt, wird gefangen, zersetzt und assimiliert. Si esto no es posible, se expulsa hacia el exterior el objeto extraño. Und wenn dies nicht möglich ist, wird der Fremdkörper nach außen geschleudert. Pero con el granito de arena, la ostra marina no pudo hacer lo de siempre. Aber mit dem Sandkorn konnte die Auster nicht wie gewohnt umgehen. Bien pronto constató que aquello era sumamente doloroso. Und sie merkte bald, dass es sehr schmerzhaft war. La hería por dentro. Es tat ihr innerlich weh. Lejos de desintegrarse, más bien la lastimaba a ella. Sie war weit davon entfernt, sich aufzulösen. Quiso entonces expulsar ese cuerpo extraño, ese granito de arena, pero no pudo. Sie wollte diesen Fremdkörper vertreiben, aber das konnte sie nicht. Ahí comenzó el drama de Marina. Und das war der Beginn von Marinas Drama. Lo que Dios le había mandado pertenecía a aquellas realidades que no se desintegran y que tampoco se pueden suprimir. Was Gott ihr geschickt hatte, gehörte zu den Realitäten, die weder integriert noch unterdrückt werden können. El granito de arena era indigerible e inexpulsable. Das Sandkorn war unverdaulich und konnte nicht entfernt werden. Y cuando trató de olvidarlo, tampoco pudo. Und als sie versuchte es zu vergessen, konnte sie es auch nicht. Porque las realidades dolorosas que Dios envía son imposibles de olvidar y de ignorar. Denn die schmerzhaften Realitäten, die Gott schickt, kann man weder vergessen noch ignorieren. Están siempre presentes. Sie sind dauerhaft präsent. Frente a esta situación, se hubiera podido pensar que a Marina no le quedaba más que un camino. Angesichts dieser Situation hätte man meinen können, dass Marina nur noch einen Weg hat. Luchar contra su dolor. Gegen ihren Schmerzen anzukämpfen. Rodeándolo con la pus de su amargura. Mit ihrem Eiter ihre Verbitterung zu umgeben. Generando un tumor que terminaría por explotarle, envenenando su vida y la de todos los que la rodeaban. Und so einen Tumor zu erzeugen, der schließlich explodiert und ihr Leben und das aller Menschen um sie herum vergiftet. Pero en su vida había una hermosa cualidad. Aber ihr Leben hatte eine schöne Qualität. Era capaz de producir sustancias sólidas. Sie war in der Lage, feste Stoffe zu produzieren. Normalmente las ostras dedican esta cualidad a su tarea de fabricarse un caparazón defensivo, rugoso por fuera y terso por dentro.
Diese Eigenschaft ist es, eine defensive Schale zu bilden, die außen rau ist und innen glatt ist. Sie können es aber auch für den Bau einer Perle verwenden. Pero también pueden dedicarlo a la construcción de una perla. Y eso fue lo que realizó Marina. Und genau das hat Marina getan. Poco a poco y con lo mejor de sí misma fue rodeando el granito de arena del dolor que Dios le había mandado. Nach und nach umgab sie das Sandkorn und umgab sie das Sandkorn und genau des Schmerzens, das Gott ihr geschickt hatte, mit dem Besten, was sie besaß. Y a su alrededor comenzó a nuclear una hermosa perla. Und eine wunderschöne Perle begann, um sie herum zu wachsen. Me han comentado, dice Manapase, que normalmente las ostras no tienen perlas. Normalerweise haben Austern keine Perlen. Que estas son producidas solo por aquellas que se deciden a rodear con lo mejor de sí mismas el dolor de un cuerpo extraño que las ha herido. Sie werden nur von denjenigen erzeugt, die beschließen, den Schmerz eines Fremdkörpers, der sie verletzt hat, mit dem Besten von sich selbst zu umgeben. Muchos años después de la muerte de Marina, viele Jahre nach Marinas Tod, unos buzos bajaron hasta lo más profundo del mar. Stiegen Taucher auf den Grund des Meeres hinab. Cuando la sacaron a la superficie, als sie sie an die Oberfläche holten, se encontró en ella la hermosa perla de su vida. Fanden sie die schönste Perle, die sie jemals gesehen hatten. Al verla brillar con todos los colores del cielo y del mar, nadie preguntó si Marina había sido feliz. Als sie es in allen Farben des Himmels und des Meeres leuchten sahen, fragte sich niemand mehr, ob Marina glücklich gewesen war. Sie wussten einfach, dass sie wertvoll gewesen war. Simplemente supieron que había sido valiosa. Voy a repetir esta última frase porque justo abrieron la ventana y esta frase es el centro de la historia. Ich werde diesen Satz nochmal wiederholen, weil jetzt das Fenster aufgemacht wurde und der Satz ist sehr wichtig. Si no entendieron el resto de la historia, entiendan esta parte. Falls ihr die Geschichte nicht verstanden habt, müsst ihr trotzdem diesen Satz verstehen müssen. Al ver brillar con todos los colores del cielo y del mar, esa perla de Marina, nadie se preguntó si Marina había sido feliz. Simplemente supieron que había sido valiosa. Als sie es in allen Farben des Himmels und des Meeres leuchten sahen, fragte sich niemand mehr, ob Marina glücklich gewesen war. Sie wussten einfach, dass sie wertvoll gewesen war. Jesús es el camino a Dios y pudo llegar a ese punto producto de su obediencia perfeccionada en el sufrimiento. Jesus ist der Weg zu Gott und sie konnte diesen Punkt aufgrund ihres Gehorsams erreichen. El autor de la carta a los Hebreos en el verso 8 del capítulo 5 escribe lo siguiente. Der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt in Kapitel 5, Vers 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Und obwohl er ein Sohn war, lernte er durch das, was er erlitt, Gehorsam. Jesucristo, el Hijo de Dios, el camino al Padre. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Weg zum Vater. Para cumplir su propósito en este mundo, tuvo que padecer, tuvo que sufrir. Musste leiden, um seine Aufgabe in dieser Welt zu erfüllen. ¿Por qué? Warum? No había otra manera que no incluyera la muerte en una cruz para que Jesús fuese el camino al Padre. Warum gab es keinen anderen Weg, der nicht den Tod am Kreuz beinhaltete? Parece que no. Offensichtlich nicht. Ese era el camino que debía ser transitado por Jesús. Das war der Weg, den Jesus gehen musste. Para que así otros pudieran ir tras él al Padre eterno. Damit andere ihm zum ewigen Vater nachfolgen konnten. Jesucristo es el camino al Padre y solo por medio de su sufrimiento es que logramos guiarnos nosotros también hacia el Padre. Jesus Christus ist der Weg zum Vater und nur durch sein Leiden ist es ihm gelungen, auch uns zu führen. Así también nosotros, para llegar a mostrar a Jesucristo el camino al Padre,
necesitamos ser perfeccionados por medio del dolor. Und uns den Weg zur Versöhnung mit unserem himmlischen Vater, mit Gott zu zeigen. No es motivador, lo sé. Es ist nicht motivierend, ja. A mí me gustaría decirte que existen muchos otros caminos para llegar a Dios. Ich würde Ihnen gerne sagen, dass es viele verschiedene Wege gibt, Gott zu finden. Me gustaría decirte que hay muchas formas en que tú puedes cumplir el propósito de tu vida. Ich wünsche dir, ich könnte dir sagen, es gibt viele verschiedene Weisen, das ewige Leben zu bekommen. Me gustaría decirte que todos los caminos llevan a Dios. Ich würde dir gerne sagen können, dass alle Wege zu Gott führen. Pero eso no es verdad. Aber das ist nicht wahr. Solo hay un camino y es Jesucristo. Es gibt nur einen Weg und das ist Jesus Christus. Y el camino que él nos mostró pasa por la cruz. Und der Weg geht eben über das Kreuz. No hay otra manera. Es gibt keinen anderen Weg. John Piper lo resumió con una palabra. John Piper hat das mit einem Wort zusammengefasst. Sufrirás. Leiden. Sufrirás. Du wirst leiden. Porque Jesús sufrió para abrirnos el camino al Padre. Weil Jesus gelitten hat, um uns den Weg zu Gott zu eröffnen. Si no tienes una relación con Dios hoy, puedes tenerla en Jesucristo. Wenn du keine Verbindung mit Gott hast, kannst du sie durch Jesus bekommen. Porque Él ya sufrió todo lo que nosotros debíamos sufrir y el camino está abierto hacia el Padre a través de Jesucristo. Weil er der Weg zu Jesus ist und weil er den Weg schon gegangen ist. Y si ya eres creyente y si ya crees tener una relación con el Padre a través de Jesús, tienes que saber que sufrirás. Und wenn du bereits schon einen Weg zu Gott hast, dann wirst du wissen, du wirst leiden müssen. Porque el camino a Dios es a través de la cruz de Cristo. Weil der Weg zu Gott über das Kreuz geht. ¿Has encontrado a Jesús el camino al Padre? Hast du bereits den Weg zum Vater gefunden? ¿Estás en el proceso de Marina, la ostra perlífera? Bist du auf dem Weg, wie Marina, eine Perle zu entwickeln? Quizás el dolor que hoy sufres es para que puedas darte cuenta que solo Jesucristo es el camino al Padre. Vielleicht ist der Schmerz, den Sie heute erleiden, dazu da, dass Sie erkennen, dass nur Jesus Christus der Weg zum Vater ist. Tal vez estás sufriendo y no sabes por qué. Vielleicht leidest du im Moment und du weißt nicht wieso. La respuesta es porque Dios te quiere mostrar que el único camino hacia Él es Jesús. Die Antwort ist, weil Jesus dir zeigen möchte, wie du den Weg zu Gott gehen kannst. Quizás debes entender que no se trata de ser feliz, sino que se trata de ser valioso para Dios. Und dann musst du verstehen, dass es nicht Sinn ist, glücklich zu sein, sondern wertvoll für Gott zu sein. Aquí algo que tal vez muchos pueden no compartir. Pero hay un libro muy bueno que se llama La dictadura de la felicidad. Es gibt eine Buchempfehlung von mir auf Spanisch La dictadura de la felicidad, auf Deutsch Der Weg zum Glücklichwerden. Lo interesante es que la sociedad busca ser feliz. Eso nos enseñan desde pequeño. Was uns schon immer gesagt wurde, ist, dass wir suchen sollen, glücklich zu sein. Pero en realidad, lo que nos llama el Evangelio y lo que nos muestra Jesús es ser valiosos para Dios. Aber was uns das Evangelium lehrt und was Jesus uns sagt, ist es wichtig, für Gott zu werden. Porque la felicidad la encontramos en Dios, partiendo de esta vida hacia la eternidad, solo en Cristo Jesús. Weil unser Glücklichsein wir bei Gott finden. Quizás debes entender que no se trata de ser feliz, sino de ser valioso para Dios. Vielleicht musst du verstehen, dass es nicht wichtig ist, für Gott glücklich zu sein, sondern wertvoll für ihn zu sein. Y eso muchas veces incluye reflejar por medio de su gracia que solo Jesús es el camino al Padre en la mitad de tu sufrimiento. Und vielleicht ist es dann auch wichtig zu realisieren, dass der Schmerz, den du gerade erleidest, der Weg ist,
für Gott wertvoll zu sein. La perla, ¿cómo es? La ostra perlífera, marina, solo encontró el sentido de su vida en el sufrimiento. Die Auster, die die Perle entwickelt hat, hat eben bemerkt, dass der einzige Weg ist, wertvoll zu sein, der Schmerz ist. Jesús aprendió a obedecer al Padre por lo que padeció. Jesús aprendió a obedecer a Dios por lo que sufrió. Jesus hat gelernt, indem er gelitten hat, dass er auch wertvoll ist. ¿Tú piensas que estás sufriendo en vano? Du denkst, du leidest umsonst? Lo más probable es que ese sufrimiento es tu camino a Dios en Jesucristo. Wahrscheinlicher ist es, dass dieses Leiden der Weg zu Gott ist. In Jesus Christus. Amén. Amén. Oremos. Sí, Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias por Alicia, Señor, y gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y solo hay un camino al Padre, y ese es Jesucristo. Gracias por la cruz de Cristo, y gracias, Señor, por el sufrimiento que en ocasiones nosotros experimentamos, porque eso nos transforma a la imagen de Jesucristo cada día. Porque así como Jesucristo tuvo que ser sometido al sufrimiento para aprender a obedecerte, Señor, nosotros también estamos dispuestos, Señor, a aceptar cuando el sufrimiento viene a nuestra vida, Señor, como un medio de perfeccionarnos, como le pasó a la ostra perlífera también, Señor. Te pido una bendición para cada persona que ya conoce a Cristo, que tiene una relación con Dios por medio de Jesús, y aquellos que no la tienen, Señor, que hoy puedan ver en Jesucristo el único camino a Dios, y el sufrimiento no como algo terrible en sus vidas, sino que como parte de ese camino que, por el cual tú les muestras la verdad que es Jesucristo para Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.